Oh yeah, Elektroschrott. Ihr habt ja gar keine Ahnung, wie verzweifelt man sein muss, wenn man einen Flachbettscanner aus dem Regal zieht, um ein Video machen zu können. Aber alles für euch. Also, lasst euch davon überraschen, wie wenig in so einem Teil drin ist. Im letzten Paket vom Zauberpony war unter anderem dieser Scanner hier dabei. Und ich sag mal, der funktioniert fast. Wenn er funktionieren würde, könnte er möglicherweise irgendwie sogar ganz sinnvoll sein. Was hier aber passiert, ist Folgendes. Ich stecke den gerade mal eben hier an. Und wenn ich hier auf den Canon-Scanner gehe, den er offensichtlich sogar erkannt hat, dann lädt er sich tot. Nun, was bedeutet das für das Scannerle? Das bedeutet eine von zwei Sachen. Entweder, wenn ich es jetzt aufmache und reinschaue, finde ich irgendwo was Einfaches, was kaputt ist, was ich erkenne, wo ich sagen kann, ja, hey, defekter Elko, was weiß ich. Oder wir werden jetzt gleich Zeugen eines Teardowns. Reparatur oder Teardown? Wir werden es gleich wissen. Als erstes werde ich mal versuchen, den Deckel hier abzukriegen. Es sieht so aus, als könnte man den hier ausklippen. Nee. Das Ausklicken ist leider nur dafür gedacht, dass man dann dickere Bücher hier mit scannen kann. Das ist aber noch nicht das, was ich suche. Okay. Oh. Okay. Schrauben auf der Rückseite unter Abschirmdingern hier suchen. Das hier ist übrigens das Werkzeug der Könige. Das ist ein sogenannter Heidemann-Spatel, glaube ich. Den habe ich bei meinem letzten Zahnarztbesuch bei meinem Zahnarzt abgegriffen. Danke, Herr Dr. Hahn. Cooles Teil, damit kann man alles Mögliche halten, aufstemmen und was weiß ich nicht was. Prima Elektronikwerkzeug. Sollte eigentlich in keiner Werkzeugkiste fehlen. Aha! Ich glaube, das war der entscheidende Trick. Genau. Das Glas geht ab. Auf dem Platinchen gibt es drei Taster. Die gehören zu diesen drei Dingern hier dazu. Das ist also offensichtlich so die gesamte Kontrolllogik. Das hier oben ist wahrscheinlich eine Kaltkathodenröhre, mit der man mächtig viel Licht machen kann. Und irgendwo auf dem Board, da würde man, wenn man sich es genau anschaut, da ist wahrscheinlich der Inverter dafür drauf. Außer wenn das da oben eine LED-Zeile ist. Mal gucken, ist das ein LIDE? Ja, ist ein LIDE. Ich glaube, diese LIDE-Dinger, das sind tatsächlich LED. Ja, LED Indirect Exposure. Es gibt weiter hinten noch eine kleine Platine. Da ist der USB drauf und ansonsten nicht viel. Das scheint wirklich nur ein Kabel und ein USB-Stecker zu sein. Ich habe gerade beschlossen, es wird keine Reparatur, sondern ein Teardown. Oh, ich habe es abbekommen. Oh Schrech, ein Abschirmblech. Ah, da unten ist ein kleiner Motor drin. Ah, sieht man den? Der gefällt mir, den schnappe ich mir. Hängt noch an einem Flatflex-Kabel, das muss ich noch irgendwie loswerden, aber das schaffe ich schon. Auch bei diesem Abschirmblech hier hilft ein alter Elektroniker-Trick, nämlich rohe, brutale Gewalt, damit man an die Sachen kommt, die einigermaßen interessant sind. Das hier ist also die Elektronik von unserem Scanner. Was haben wir denn da? Wir haben da als Hauptchip irgendwas National Semiconductors LM9833CCVS. Das sieht mit den vielen Pins sehr nach einem Mikrocontroller aus. Dann ein BD6750FS, keine Ahnung. Es sind einige Sachen, die mir nicht sehr viel sagen, wenn nicht sogar gar nichts. Aber ich halte das mal ins Bild. Das Flatflex-Kabel von dem, Motörchen habe ich schon mal abbekommen. Und ich würde mal sagen, anhand der vier Kontakte, Stepper oder kleiner Brushless. Man spürt ihn leicht klickern, wenn man ihn bewegt. Das würde ja eigentlich auf den Stepper-Motor schließen lassen. Schönes Teil. Wird auf jeden Fall in die Motorschublade gelegt. Das ist die andere Seite der Platine. Sehr interessanter Chip, das hier. Möglicherweise habe ich mich bei dem da unten getäuscht. Vielleicht ist das da der Mikroprozessor, der Mikrocontroller. Muss man mal schauen. Ein paar sehr, sehr schöne Mikrotaster hier vorne.
Die muss ich mir noch auslöten, weil die gefallen mir gut. Vor allem so aufrecht stehende habe ich noch nicht. Und das hier sieht fast aus, als wäre das eventuell eine Lichtschranke oder sowas. Möglicherweise war die dafür da. Ah ja, genau. Sekunde, ich zeige euch das mal eben. Das hier ist genau die Stelle, wo vorher, ja, so rum war es, genau, wo vorher diese Lichtschranke hier reingegriffen hat. Und das war gewissermaßen der Abschalterkenner für den Scannerschlitten, dass er gesagt hat, oh, hier ist Schluss, hier haben wir auf zu scannen. Ansonsten haben wir hier eine Menge Echos drauf. Ich möchte wetten, wenn ich mir die Mühe machen würde, die alle auszulöten, dass irgendeiner davon schon nicht mehr so gut aussehen würde. Aber ganz ehrlich, die Mühe mache ich mir jetzt nicht mehr. Hier sind zwei Spulen drin, L3, L4. Ey, ausnahmsweise habe ich mal definitiv recht, dass da Spulen sind. Ja, ich meine, das sieht man ja wohl. Ja. Ich glaube, das Platinchen hier, das werde ich dem Paul Dogalinski geben, weil der jetzt nämlich gerade dabei ist, seine SMD-Lötkünste zu üben. Da kann ich ja noch ein paar SMD-Teile räubern. Ist mit Sicherheit das ein oder andere dabei, was ich sage jetzt mal total standardmäßig ist. Also die Bausteine hier hinten, die kann man bestimmt nochmal irgendwie weiterverwenden. Und ja, ich verlinke auf das Video, wo er zeigt, wie er jetzt solche Sachen macht. Und ja, er findet bestimmt die Platine gut, kriegt er. Ja, des Weiteren haben wir jetzt noch den Schlitten hier. Und an diesem Schlitten sitzt diese, ja, ich sage jetzt mal die Einheit mit dem Licht. Zumindest vermute ich mal, dass das ist. Die ich jetzt mal hier mit etwas Gewalt extrahiere. Und was ich hier sehe, ist so ein Flatflex-Kabel mit, ne, wie viele Pole? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich glaube, 14 Pole müssten das sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das sind eine ganze Menge. Ich schließe also daraus, dass hier, egal was für ein Leuchtmittel verwendet wird, es sind viele. Aber wenn ich das hier richtig sehe, ich weiß nicht, ob ich das auf die Kamera kriegen kann, aber da drin ist so eine Rillenstruktur. Das sieht aus, als wären das sehr, sehr, sehr viele Einzel-LEDs. Und dann würde wahrscheinlich das Kabel hier irgendwie so eine eigene Ansteuerung nochmal sein. Das Zeug da hinten drin ist irgendwie geklipst. Die Frage ist, wie kriege ich das am schlauesten ab? Und die Antwort, ist eine, die sehr häufig gegeben wird. You break it, you take it. Damit ist das hier fast komplett Müll. Fast. Warum fast? Weil ich nicht blöde genug bin, so eine schöne Metallstange hier wegzuschmeißen. Die Stange, die ich da geräubert habe, die ist total super, weil die hat nämlich hier tatsächlich Gewindebohrungen. Und zwar für die Stäubchen, die ich vorhin geräubert habe aus dem Boden von dem Scanner. Das heißt, die Stange hier kann ich ohne größere Probleme, also hier, da sind Gewindebohrungen und hier ist einfach nur für ein Zöpfen. Die Stange kann ich verwenden, um, ja, wenn ich mal zum Beispiel irgendwo entweder was brauche, so wie jetzt bei dem hier auch, wo es drauf langrutscht, oder wenn ich zum Beispiel einen Griff brauche oder einfach nur eine Deko, dann habe ich hier eine Stahlstange, die super wertig aussieht und die ich total einfach an irgendwas befestigen kann. Sowas ist absolut Gold wert, weil so ein Gewinde schneiden, das kriege ich nicht hin. Die wird aufgehoben. Genauso wie das Glas übrigens. Das mache ich noch sauber und das verwende ich dann für irgendwas. Das hier dahingegen ist jetzt ja, Müll. Braucht kein Mensch mehr. So. Müll, 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 Müll. Dann haben wir hier noch als letzten Teil dieses Platinchen mit dem USB drauf. Aber das ist wirklich nichts anderes als einfach nur ja, ein Platinchen mit ein paar Verbindungen und einem USB-Stecker. Und einem Adapter auf Flatflex. Wobei, ich glaube, die Platine hebe ich mir auf. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Normalerweise sind diese Stecker hier ziemlich räudig zu benutzen, wenn man mit, ja, so mit Lochrasterplatinen arbeitet. Die haben nämlich kein 2,54 mm Raster. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber die Platine hier, die kann ich mir schnappen und kann einfach Kabel unten anlöten an den Kontaktpunkten, wo das Ding sowieso schon hier drauf steckt. Und dann kann ich hier oben Löcher reinbohren, mit denen ich dann mit Abstand halte und den ganzen Kram, wie man sowas halt befestigt. Und dann kann ich nämlich dieses Ding hier einfach so, wie es ist, als kompletten Träger für Sonnenanschluss verwenden. Und das finde ich ziemlich geil, sowas habe ich schon länger mal gesucht. Ja, perfekt, besser wird's nicht. So, Kinder, das war's.
Ich fürchte, es war nicht unbedingt die aufregendste Folge, die ich jemals hatte, aber das Problem ist, ich warte momentan noch auf Zeug vom Chinamann. Ich habe demnächst nochmal ein Bastelprojekt und Bastelprojekte sind natürlich immer total geil, aber ohne Material ist schlecht basteln. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich im Keller noch irgendwas zum Auseinanderschrauben oder einer von euch erbarmt sich und schickt mir ein Päckchen mit Geraffel. Ansonsten demnächst mal wieder Bastelstunde.